Hallo miteinander. Es ist immer wieder schön, wenn uns unsere Kunden auf Ideen bringen, so auch in diesem Fall. Und besonders, wenn dann sogar noch ausdrücklich eine eigene Komposition gewünscht wird. Viele von Ihnen haben längst erkannt, dass es dann auch Noten von uns gibt, denn hier müssen wir keine Urheberrechte berücksichtigen. Im Falle meiner Lernstücke mache ich das inzwischen sogar so, dass ich die Noten in mehreren aufbauenden Schwierigkeitsstufen setze. Diesmal in 3 Levels. Die Simplified-Version hat einfachere Akkorde und eine einstimmige Melodie ohne viele Schnörkel. Darin finden Sie auch Fingersätze für die rechte Hand und die Angaben, welche Akkordtöne zu spielen sind. Bei der Advanced-Version sind die Akkorde deutlich musikalischer. Auch hier finden Sie Angaben zu den Akkordtönen. Bei der Pro-Version spielt die rechte Hand Melodie und Gegenmelodie gleichzeitig. Ein typisches Stilelement beim Musette-Walzer. Und Sie finden darin auch die typischen Musette-Verzierungen, die ich anschließend noch vorstellen werde. Die Akkorde haben Sie ja dann in der Advanced-Version schon gelernt, deshalb gibt es hier keine Angaben mehr für bessere Übersichtlichkeit. So können Sie auch mit diesem Musikstück mal wieder wunderbar mitwachsen. Ein Tipp, wenn Sie alle Versionen mal gut können, spielen Sie Takt 9 bis 32 erstmal einstimmig wie in der Advanced-Version und dann spielen Sie unseren Walzer nochmal von vorne, diesmal die zweistimmige Pro-Version. Was beim Musette-Walzer generell sehr wichtig ist diese Leichtigkeit, Verspieltheit, dieses spritzige Spiel, welches fast wie Champagner perlt. Das bekommt man einerseits dadurch hin, dass man schnelle Noten nicht aneinander bindet, sondern sehr kurz spielt. In der Advanced- und Pro-Version sehen Sie das dann auch am Staccato-Zeichen an den Noten, also an diesem kleinen Pünktchen. Andererseits sind es auch diese vielen Achteltriolen, zum Beispiel wie im Takt 45 und 104 der Pro-Version. Ich habe darauf verzichtet, sie über mehrere Takte hinweg in meiner Komposition einzubauen. Dann hätten nämlich nicht nur Sie kräftig üben müssen. Auch sehr Musette-typisch sind solche schnellen Achtelübergänge. Oder diesen Schluss, den hört man auch oft. Und dann ist beim Akkordeon natürlich sonst noch was ganz wichtig, die Dynamik, die man beim akustischen Instrument mit dem Balg erzeugt. Am Keyboard geht es am besten mit dem Fußschweller. Das ist auch der Grund, warum diesmal nicht das gesamte Keyboard in der Lautstärke mit dem Fußschweller gesteuert wird, sondern nur das Akkordeon der rechten Hand. Apropos Akkordeon, eigentlich würde hier ja schon eine einzige Registrierung reichen, um unser Lernstück zu spielen. Aber ich habe jetzt mal 8 verschiedene Akkordeoninstrumentierungen hergestellt, die besonders gut zu einem Musette-Walzer passen. Diese können Sie dann nach Lust und Laune benutzen, trotz der Angaben in den Noten. Das sind übrigens auch andere Akkordeon-Sounds als in meinen beiden Wonderful Akkordeon-Registrierungspaketen. Da ist also immer noch weiteres Akkordeon-Potenzial in unseren Keyboards. Nochmal was zum Tempo. Musette-Walzer werden oftmals geradezu rasant gespielt. Meist sind es sehr virtuose Stücke und nicht zum Tanzen gedacht. Auch mein Musette-Walzer ist schneller als beispielsweise ein Wiener Walzer. Aber noch lange nicht so schnell wie ein typischer Musette-Walzer. Passen Sie bitte das Tempo auf Ihre spielerischen Fähigkeiten an und versuchen Sie, so akkurat wie nur möglich zu spielen. Nur dann werden Sie diesen französischen Charme in Ihr Spiel legen können. Ich habe bewusst das Tempo nur in der ersten Registrierung abgespeichert, so können Sie es auf Ihr persönliches Spieltempo einstellen und die anderen Registrierungen stellen das nicht wieder um. Deshalb wichtig, unser Lernstück immer mit Registrierung 1 beginnen.
Ich arbeite mich jetzt mal ein Stück weit kommentarlos durch unseren Walzer und melde mich dann wieder.
Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß, sich dieses Lernstück zu erarbeiten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hi there! What a joy when it is our customers who inspire us with new ideas, such as in this case. And even more so, if they ask us to write our own original composition. Many of you will know by now that this has the benefit that we can provide the sheet music which otherwise is not possible because of copyrights. For my learning songs, I even went one step further by offering the sheet music for different skill levels. At this time, we have three levels. The simplified version has uncomplicated chords and a single voice melody without any of the bells and whistles. Here, you will also find fingering details for the right hand and information on what chord notes to play. The advanced version uses chords that are much more musical. Here too, you will find details for the chord notes. With the Pro version, the right hand plays the melody and counter melody at the same time, which is typical for a Musette waltz. Here you will find the typical Musette ornaments, which I will explain shortly. I didn't include the chord details because you have already learned them in the advanced version. So we cut through the clutter. The three versions will allow you very nicely to improve your skills one step at a time. And a tip, once you have mastered all three version levels, play the bars 9 to 32 with a single part melody, like you did with the advanced version. Then, repeat the waltz from the start, but this time use the two-part voice of the Pro version. One thing is important with a Musette waltz. It has that lightness, it's playful and zippy. Think champagne bubbles. You can achieve that by playing the fast notes not legato, but very short and pointed instead. In the advanced and Pro version, you will see the staccato sign in the notation, those little dots here.
Then again, there are all those quaver triplets, like the ones at bar 45 and 104 in the Pro version. I resisted the urge to add them across multiple bars in my composition. Maybe because it would have meant that not just you would have to practice like crazy. Another typical Musette characteristic are those fast quaver transitions. Or this type of ending, which you can hear quite often. And there is another thing that is quite important for an accordion, which is the dynamics you create on the acoustic instrument using the bellows. The best way to mimic that on the keyboard is by using a volume pedal. And that is the reason why this time it does not control the entire keyboard volume, but only the accordion. Speaking of accordion, theoretically a single registration would suffice to play this learning song, but I have programmed 8 different accordion instruments that work really well for a Musette waltz. Those you can use as you like, regardless of what you see in the notations. By the way, the accordion sounds here are different from the ones in my wonderful accordion registration packages. So you can see, there is plenty to go around with when it comes to accordions. And a tip for the tempo, Musette waltz songs are usually played pretty fast. They are playful and not intended for dancing. Same with my Musette waltz song, it is faster than a Viennese waltz, for example. But is not as fast yet as a typical Musette waltz. I recommend to adjust the tempo to your own comfort zone. It is more important to play accurate as opposed to fast. Only accuracy will bring that French charm to your playing. I have saved the tempo only for registration 1, which is on purpose. This way you can adjust the tempo to your liking and it won't change later when you switch registrations. Thus, it is important in this learning song always start with registration 1. So let me work through the song now without any further comments. I'll be back later. Thank you.
Thank you.
I hope that you had a great time working through this song. So, until next time, and tschüss!